Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Montag, den 15. Frühling und wir werden heute die Quest Erntebestellung abschließen. Heißt, wir verkaufen 100 mehr oder weniger frische Kartoffeln vom Kolibrihof und wir reisen heute mit dem neu freigeschalteten Bus in ein vollkommen neues Gebiet. Ja Leute, es wird ein spannender Part. Ich freue mich. Los geht's. Was sagt denn der Wahrsager zum heutigen Tag? Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Sehr schön. Außerdem läuft Leben vom Land. Es ist Lachsbeerenzeit. Im ganzen Land sind Büsche voller saftiger kleiner Beeren und du kannst sie einfach pflücken. Sie zu ernten ist ein großartiger Weg, um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Oh Leute, wir müssen auf jeden Fall Lachsbeeren sammeln. Gut, dass ich nochmal dran erinnert werde. Also ich will kein Geld damit verdienen, aber wir brauchen ganz, ganz viele fürs Gemeinschaftszentrum. Jo, muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Machen wir im nächsten Part. Hey, ein Brief. Huxel, es scheint, als würdest du so manchen Leuten hier recht nahe kommen. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftlich interessiert bist, musst du demjenigen einen meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, dann ist das hier der erste Schritt. Gezeichnet Pierre. Oh, ich will auf jeden Fall Haley einen Blumenstrauß kaufen. Na, das freut mich. Und noch ein Brief. Hallo Huxel, ich würde gerne meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lauch. Ja, wer kennt's nicht, ne? Könntest du mir einen bringen, gezeichnet Oma Evelyn? Ja, sollte möglich sein. Wo ist denn meine kleine Lieblingskatze? Hallöchen, na, versteckst du dich? Na, kleines Zuckerstück. So, wir sollten Kartoffeln ernten können. Gehe ich mal fest von aus, genau. Ich hoffe, gleich kommt dieses Pling-Geräusch. Sehr schön, da war's. Okay, das heißt, wir haben die Quest abgeschlossen. Ja, beziehungsweise so halb. Wir müssen die Kartoffeln noch verschicken. Ich dachte übrigens, ich müsste die Kartoffeln irgendwo hinbringen. So wie bei dieser Pierre-Quest. Pierres prima Produkte oder was auch immer das war. Ist aber nicht so. Also man muss die Kartoffeln einfach nur verschicken. Habe ich über den Kommentarbereich gelernt. Grüße gehen raus an Silvia an der Stelle. Danke für den Hinweis. So, alles gegossen. Genau, genau, genau. Wir brauchen noch Samen. Beziehungsweise Saat. Das heißt, wir gehen gleich nochmal kurz zu Pierre. Ja, aber ansonsten sind wir hier fertig. Wo sind denn die Kartoffelchen? Da, sehr schön. Ach so, okay. Liefere 100 Kartoffeln. Ja, die Belohnung kriegen wir dann wahrscheinlich morgen, denke ich mal. Okay, dann geht es in die Höhle und zu den Tieren. Guten Morgen, Ishatnaha, hallöchen. Und, gibt's was in der Höhle? Holy moly, was ist denn hier los? Das ist ja voll die Ausbeute. Sehr schön, ganz viele Lachsbeeren. Und Brombeeren. Brombeeren brauchen wir auch, ne? Was haben wir hier? Aprikosen und Kirschen. Sehr schön. Ach genau, ich wollte die Blumen noch einpflanzen. Das mache ich auch mal fix. Wie viele Blumensamen habe ich denn noch? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schade, dass man die Blumen gießen muss. Ist ein bisschen nervig. Dafür schaut es hier irgendwann super schön aus. So, habe ich alle? Nein. Jetzt.
jetzt aber. Oh, Robin arbeitet unten. Wo habe ich denn ihr Schattner Haar gelassen? Ach, die steht hier oben, ne? Hinter dem Gewächshaus. Bei den Blitzableitern. Hey, Laich. Laich am Teich. Wie so oft. So, jetzt seid ihr dran. Guten Morgen. Hallöchen. Oh, ihr freut euch. Hallo, hallo, hallo. Hey, lauft doch nicht weg. Wir kriegen heute sogar Wolle. Oh, das heißt, wir können morgen mal wieder Kleidung herstellen. Das haben wir ja länger nicht gemacht, denn... Habe ich noch irgendjemanden vergessen hier? Ja. Das haben wir ja länger nicht gemacht, denn ich habe ja Stoff gespart für die Mühle oder für den Bau der Mühle. So, ich glaube, wir haben alles, ne? Milch habe ich. Ja, ja, ja. Sehr schön. So, bis morgen, meine Kleinen. Boah, sie arbeitet hier. Holy moly. Ich glaube übrigens, ich habe einen Fehler gemacht mit dem Zaun. Also, um mal kurz den Zaun hier zu erklären. Also, ich will ja links Gegenstände reinpacken und rechts die Ergebnisse rausnehmen. Aber ich glaube, man kann das Ding gar nicht von links befüllen, die Mühle, sondern nur von unten. Das heißt, das muss ich hier nochmal umbauen. Das mache ich aber erst, wenn die Mühle steht. Ja, ist halt so, ne? Man kann ja nicht alles planen. Oh mein Gott, so viel Kaffee. Erstmal alles befüllen. Oder neu befüllen. Doki, die restlichen Eier kommen noch weg. Dann packe ich hier noch die Gewürzbeere rein. Aber Brombeeren und Lachsbeeren kommen in die gelbe Kiste. Genau, dann war's das hier erstmal. Soll ich den Kaffee jetzt verkaufen? Ich könnte den eigentlich auch behalten. Behalte den erstmal. Da kriegt man nämlich so einen kleinen Geschwindigkeitsboost, wenn man den getrunken hat. Ist eigentlich ganz praktisch. So, dann geht's noch kurz ins Gewächshaus. Achso, da kriegen wir noch ohne Ende Kaffeebohnen, ne? Boah, alter Schwede. Wirklich sehr, sehr viele. Die uralte Frucht müsste auch bald mal gewachsen sein. Das kann auch nicht mehr so lange dauern, glaube ich jedenfalls. Also, müssen wir mal gucken. Boah, wie viele Kaffeebohnen man hier kriegt. Abgefahren. Die packe ich mal eben in das andere Lager. Damit wir demnächst wieder Kaffee herstellen können. So, sehr schön. Ja, dann räumen wir noch fix unser Inventar auf und dann kaufen wir Samen und dann fahren wir mit dem Bus. Eigentlich wollte ich Robin noch was geben, ne? Löwenzahn, aber ich glaube, ich kann dir das nicht geben, während sie arbeitet. Ich dachte erst, es ginge, aber ich glaube, das geht gar nicht. Wir können es mal kurz probieren. Ach, geht nicht. Naja, egal. Okay, dann auf zu Pierre. Der Laden sollte ja geöffnet sein. Was kaufen wir denn für Samen? Das muss ich mal überlegen. Oh, schaut mal, da können wir schon Lachsbeeren abstauben. Ja, vielleicht nochmal
Blumenkohl, ne? Ich glaube, Blumenkohl lohnt sich halt ohne Ende. Hallöchen. So, Blumenkohl. Ach, ich gebe jetzt mein ganzes Geld für Blumenkohl aus. Sehr schön. Und dann war's das hier auch. Ich meine, gut, den Blumenkohl können wir später noch einpflanzen. Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt erst einmal mit dem Bus. Ach, wobei, Moment, man muss ein Ticket kaufen. Moment, man muss ein Ticket kaufen. Und wir haben zu wenig Geld, weil ich gerade so viel Geld ausgeben musste. Super, ich glaube, das kostet 500G, das Ticket. Ach, so ist das manchmal, ne? Dann muss ich noch was bei Pierre verkaufen. Was für ein Umweg. So, hier, möchtest du 100 Mal Blumenkohlsaat kaufen? Ach, da muss ich jetzt die Lachsbären abgeben, ernsthaft? Und den Löwenzahn. Und noch wirklich Teile der Saat? Das gibt's doch gar nicht. Ja, was für eine Verschwendung. Naja. Habe ich gerade eben nicht dran gedacht, dass ich noch Geld brauche. Schade, dass man den Kaffee nicht verkaufen kann. So, Hallöchen. Ein Ticket für die Calico-Wüste kaufen, 500G. Ja, und liebe Leute, wir fahren los. Wie versprochen, in ein komplett neues Gebiet, nämlich in die Calico-Wüste. Oh, das ist so schön hier. Boah, schaut mal, was ist das denn hier? Hallöchen. Oh, sein Schlund ist zur Sonne gerichtet. Selbst im Tode ist ihm der Appetit nicht vergangen. Boah, wie cool. Was haben wir hier oben? Hier können wir angeln gehen. Hier liegen Kokosnüsse rum. Sehr schön. Und eine Kaktusfrucht. Ich glaube übrigens, die Palmen hier, die kann man fällen. Genau. Da kriegt man ganz normal Holz. Die können wir auch abholzen hier. Würde ich vorschlagen. Oh, schaut mal, da rechts sind Regenwürmer. Regenwürmer in der Wüste. Naja. Was ist das denn hier für ein Typ? Kenne ich gar nicht. Das hier muss was Neues sein. Oh, wie süß. Hallöchen. Oh. Guten Tag. Ah, das ist ein zusätzlicher Händler. Deine Münze hat keinen Wert, wo ich herkomme. Hast du sonst noch etwas zu handeln? Artefaktfund. Ein Schmied kann dies für dich öffnen. Diese Funde enthalten oft alte Relikte und Kuriositäten. Ach, das muss man eintauschen. Boah, Omnigeon. Ich habe so viele gar nicht. Teleport-Totem Wüste, 3 Stück. Dreifacher Espresso. Nee, Espresso, Entschuldigung. Dafür braucht man Diamanten. Ja gut, den hätten wir zum Beispiel. Würziger Aal. Er ist richtig scharf, sei vorsichtig. Megabombe. Oh, richtig nice. 5-mal Iridiumerz. Eine normale Bombe. Oi. Teleport-Totem-Rezept. Oh, was? Ein Schmetterlingsstall kann als Dekoration platziert werden. Oh, was? Den will ich unbedingt haben. 200 Fledermausflügel. Jo, müssen wir beim nächsten Mal mitnehmen. Ich glaube, ich habe sogar 200 Fledermausflügel. Oder? Doch. Ich glaube, ich habe noch welche. Oh, ein grüner Turban. Ach, das ist der, den er trägt, ne? Er oder sie. Ein grüner Seidenturban mit einem goldenen Ornament auf der Vorderseite. Magischer Cowboyhut. Er schimmert vor prismatischer Energie. Boah, wo soll man denn bitte die ganzen Omnigeoden herkriegen? Ein Birken-Doppelbett. Oh, das sieht schön aus. Vor allen Dingen, es kostet nur eine Perle. Ich glaube, eine Perle habe ich auch noch. Okay, sehr, sehr nice. Also wie schon gesagt, der Händler hier muss neu sein. Also den kenne ich zumindest nicht. Die Wüste kenne ich, aber den Händler kenne ich nicht. So, erstmal abholzen hier. Oh, unten rechts steht so eine kleine Bank. Süß, da kann man sich ja auch draufsetzen, glaube ich, ne? Zack.
So, Ende des Parts, das war's. Den Rest bleibe ich hier sitzen. Nein, Quatsch. Aber wir haben noch nicht alles gesehen. Schaut mal, was hier vorne ist. Ein Kunde? Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst, wie der neue Hofbesitzer aus, über den Emily geschrieben hat. Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sterntautal wieder. Oh, ich bin so froh. No, und ein weiterer Shop, liebe Leute. Du findest diese Waren nirgendwo anders. Hier kann man Kaktussaat kaufen, Rhabarbersaat, Sternfruchtsaat, Rote Betesaat. Eine Saisonpflanze, Kokosnüsse, eine Minzbluse, eine süße, hellgrüne Bluse. Kaktusaufkleber, ein großer Hüttenvorleger. Ja, die verkauft coole Sachen. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch saisonal ändert. Aber wirklich nice. Kaktussaat finde ich interessant. Ach, kann nur drinnen gepflanzt werden, okay. Ja, für die Dinger müssten wir also diese Gartentöpfe craften, ne? Denke ich mal. Oder man müsste die Kakteen ins Gemeinschaftszentrum, ach, Gemeinschaftszentrum sage ich schon, ins, ins Gewächshaus stellen. Also im Gemeinschaftszentrum sehen die wahrscheinlich auch nett aus, aber ich meine natürlich das Gewächshaus. Also Gewächshaus oder eben diese komischen Kübel hier. Ja. Naja, schaut mal, da vorne rechts steht noch jemand. Ha! 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 Okay, hier können wir erstmal nichts machen. Was dahinter ist, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wir haben aber immer noch nicht alles gesehen von der Wüste. Es gibt noch weitere Dinge zu entdecken. Aber erstmal Holz sammeln. Boah, ich krieg hier so viel Holz, ne? Das ist so schön. Die Wüste wird dadurch zwar so ein bisschen hässlicher, aber naja. Ich brauch halt Holz. Typisch Mensch, ne? Erstmal die Umwelt kaputt machen, damit man irgendwas bauen kann. Ich trinke jetzt mal so einen Kaffee. Boah, schaut mal, wie schnell wir laufen. Okay, sehr schön. Hier unten haben wir alles. Hier haben wir noch so ein Palmgedöns. Ja, hier werden wir definitiv auch mal angeln gehen. Was gibt's hier? Gemischte Saat. Ja. Sind das hier Blitzableiter oder so? Keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat, ehrlicherweise. Hä? Hey, ja, wobei, irgendeinen Zweck werden die erfüllen, aber okay, man muss auf jeden Fall nicht in der Mitte graben. So, dann fällen wir hier noch alles weg. Boah, dann haben wir aber wirklich viele Mats auch zusammengekriegt, ne? Ja, liebe Leute, und dann haben wir hier oben noch etwas. Was ist das denn? Du steckst den Schädelschlüssel in das Schlüsselloch. Er passt perfekt. Was haben wir denn hier? Liebe Leute, eine weitere Mine. Es gibt tatsächlich eine zweite Mine im Spiel, und zwar diese hier in der Wüste. Und das ist quasi so die Hardcore-Mine. Also, die ist richtig schwer, die Gegner sind richtig stark, man kriegt aber auch gutes Loot. Und man kann, glaube ich, unendlich weit nach unten buddeln, also es gibt keine Untergrenze. Aber diese Mine schauen wir uns heute nicht an, das machen wir später mal. Meine Energie ist halt einfach zu low. So, ich würde sagen, dann fahren wir mal zurück, ne? Ah, das war ein schöner kleiner Ausflug. Zurück ins Sterntautal. Ja, gerne. Da
Dein treues Pferd wartet geduldig auf deine Rückkehr. Oh, ach Ishadnahar, du bist so süß. Boah, ich freue mich auf die neue Mine. Also, die ist wirklich super cool. So, dann pflanzen wir hier Blumenkohl ein. Gegossen ist ja schon. Hier unten fehlt nichts mehr. Gut, dann war es das sogar schon. Sah gerade so aus, als hätte ich hier ein Feld vergessen. Habe ich aber nicht, okay. Ja, dann können wir unser Inventar auch noch fix aufräumen. Brauche ich die Kokosnuss fürs Gemeinschaftszentrum? Nein. Okay. Packen wir einfach mal Moment hier rein. Aber diese Kaktusfrucht, die brauche ich fürs Gemeinschaftszentrum, das weiß ich genau. Totem kommt hier rein. Ja, und dann, liebe Leute, sind wir auch schon fertig. Etwas früher heute als sonst. Also nach der Ingame-Uhrzeit. Was sagt denn der Wetterbericht? Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Na, das klingt doch fantastisch. Also dann, ab ins Bettchen. Hey, die Quest ist abgeschlossen. Boah, 14.767 G haben wir gekriegt von den Kartoffeln. Alter Schwede. So, dalle. Da haben wir die Erntebestellung. Jeder, der bis zum Ende der Saison 100 Kartoffeln an uns liefert, erhält eine beträchtliche Belohnung aus dem Pelikan statt Landwirtschaftsfonds. Boah, nochmal 4.400 drauf. Krass. Boah, da haben wir fast 20.000 zusammen. Ja, liebe Leute, aber das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.